Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Es geht wieder weiter mit The Legend of Zelda Gold Quest. Und ich hoffe erstmal, ihr könnt mich alle hören und sehen, was ich hier mache. Der Sound ist hoffentlich perfekt. Und heute starten wir mal wieder eine Runde Skulti-Jagd hier in unserem Super-Hack. Alles bestens, viel Glück mit den Skultis, perfekt. Wir gucken mal kurz, wie der aktuelle Status ist. Also ihr seht hier, wir haben krass alle Items auf jeden Fall gefarmt. Und aktueller Stand ist, uns fehlen auch noch 3 Herzteile. Ob man die jetzt noch finden, das ist die Frage. 18 Skultulas fehlen uns nur noch, das ist nicht mehr viel. Also wir stehen eigentlich kurz vor dem Ende der Suche, aber es kann halt sein, dass es nochmal knackig wird jetzt. Dementsprechend, wir strengen uns nochmal an. Und, nein, es ist so dunkel, ich kann dich nicht hören. Ah, das ist, doof. Dann, vielleicht Licht anmachen und, ja, dann geht es vielleicht. Hoffe ich zumindest. So, wir haben auf jeden Fall bei der Gerudo Valley und beim Gerudo Fortress noch was zu tun. Ansonsten sieht es hier schon ziemlich gut aus. Ihr seht ja, da unten ist das Skulti-Symbol bei den Orten, wo wir bereits alle gefunden haben. Death Mountain, Kakariko, Zora Domain. 1, 2, 3, 4, 5 Orte noch, wo wir Skultis zu finden haben. Genau. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal auf die Suche. Ihr habt mir auch noch mal ein paar Tipps und, ja, wo ich noch mal suchen kann, in die Kommentare geschrieben. Also hier, ich bin jetzt eben offscreen schon mal ein bisschen umhergeflogen und bei Nacht rumgerannt. Ich habe da eben jetzt nichts mehr gesehen. Hoffe einfach mal, dass wir hier jetzt als Erwachsener durch sind und vielleicht müssen wir hier als Kind nochmal herkommen. I'm not sure. Müssen wir mal schauen. Ja Leute, wie geht's euch? Seid ihr bereit für einen schönen Stream? Was habt ihr heute Schönes gemacht? Und was habt ihr morgen vielleicht noch vor? Habt ihr irgendwas Schönes geplant fürs Wochenende? Erzählt mal, damit wir gleich mal ein bisschen vielleicht ins Gespräch kommen. Und ich drehe mir mal das Rad, hä? Zu Beginn des Streams sollte man das mal tun. Juhu, was haben wir denn da? Keine Verbrauchsitems, das ist doch toll. Heute kein Umzug zum Glück. Umzug ist doch schon mal was Feines. Also nicht zu haben. So, also einerseits meintet ihr, ich soll oben nochmal gucken beim Bogenschießen. Bin ich jetzt eigentlich schon in der Nacht drin? Das sieht mir irgendwie nicht vollständig aus. Hallo Eva, hallihallo. Wartet mal kurz. Ja, wir sind in der Nacht, ne? Ich mach trotzdem mal kurz, dass es ganz dunkel wird. So. Ich bin bereit. Bin vorhin voll ins Gewitter gekommen. Kam heim wie ein begossener Pudel. Trotz Schirm. Oh, scheiße. Oh Gott. Heute habe ich aufgeräumt und morgen sind mein Mann und ich bei Freunden zum Brunchen. Wow. Hört sich auch gut an. Aufräumen. Ja, aufräumen muss manchmal sein, ne? Aber naja. Wie geht's dir denn? Mir geht's ganz gut. Ich erfreue mich bester Gesundheit. Privat geht's mir sowieso immer gut. Und was einen Job angeht, lasse ich mich nicht stressen. Das ist auch immer die falsche Methode. So, wir gucken hier nochmal. Ja, das Wetter ist allgemein ganz komisch, ne? Komischer Sommer aktuell. Also die letzte Woche war ja echt kalt, fand ich. Sehr, sehr merkwürdig alles. Okay, hier ist schon mal keine Skultis. Ich hatte vorletztes Wochenende 2 Tage Umzug. Ja, ganz nett. Umzug ist halt auch anstrengend und belastend. Kann ich voll nachvollziehen. So, ich mache hier mal die Kisten kaputt, falls hier nochmal irgendwas drin sein sollte. Also ihr meintet, ich soll hier auf jeden Fall nochmal gucken. Dafür soll es jetzt warm und heiß werden in der Woche, genau. Ja, schauen wir mal. Also ich brauche unbedingt die Hitze jetzt nicht. Mir reichen, wenn es 20 bis 25 Grad werden. Wärmer muss es nicht werden für mich. Ich bin nicht so der Typ, der jetzt super krass die Hitze braucht. So, richtige Einstellung, was die Arbeit angeht. Und zum Glück bist du jetzt zu Hause. Kitsune, genau. So, aber hier scheint jetzt erstmal nichts weiter zu sein, ne? I don't see anything. Ich liebe diesen Sommer, muss ich ehrlich zugeben. Also diesen,
dass es jetzt mal so ein bisschen abwechslungsreich ist, meinst du? Gestern das deutsche Spiel mitverfolgt und wusste schon beim ersten Tor, das Spanien geschossen hat, dass Deutschland das Spiel nicht gewinnen wird. Da bin ich leider komplett raus. Ich habe leider das Spiel nicht gesehen. Aber ich kann natürlich verstehen, wem das interessiert, dass ihr da voll mitfiebert. Ja, ich bin auch eher der Typ, der es regnerisch mag. Also ich finde Regen cool und schön. Außerdem hat man dann weniger Allergie, wenn die ganzen Pollen weggespült werden. Finde ich gut. So, ich habe keine Ahnung, ob wir als Erwachsener Link hier irgendwo noch was reißen können. Im Sinne von Skultis. Wir hatten uns hier, glaube ich, auch schon gut umgeschaut. Wo ich auf jeden Fall nochmal hingehen sollte, ist zu diesem fliegenden Typen, Teppich-Typen, ne? Hallo Susanne! Sorry, dass ich so lange nicht da war. Hey, alles gut. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Ah, die Frage ist halt wirklich, wo finden wir hier noch Skultis? Die müssen saumäßig gut versteckt sein, oder? Hier in dem Gebiet. Vielleicht doch nochmal als Kind gucken? I don't know. Es fehlen halt noch 18 Stück, ey. Ich weiß aber auch nicht, ob es da irgendwie eine Hilfeseite oder so gibt für... Warte mal, hier. Das hat er da gesagt. Guckt mal. Ja, das wurde in den Kommentaren geschrieben. Ich soll da auf die Kiste drauf springen. Alter, wie gemein, oder? Was ist das denn für eine miese Skulti, ey? Na klar. So, okay. Aber das war immer noch nicht die letzte. Du musst in die Vergangenheit zu Dongos Höhle und noch eine Wundererbse einpflanzen. Vielleicht ist da noch eine... Okay, ist nur ein Hinweis von mir. Ah, okay. Fehlen trotzdem hier noch welche? Aber Dodongos Höhle? Ja, da haben wir uns jetzt sowieso noch nicht mit beschäftigt, Jens. Aber ja, danke für den Tipp. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal vorbei. Also, da gehen wir sowieso nochmal alles durch bei Death Mountain. Ich wollte jetzt erstmal das hier fertig machen. Aber ich weiß gar nicht, wo ich hier noch überall suchen muss. Ja, ihr hattet gesagt, ich soll nochmal hoch zu den Zielscheiben. Aber in den Zielscheiben war leider nichts mehr. Also wurde in den Kommentaren zumindest beschrieben. Krass, wo du hier überall hinkommst, ey. Ja, du siehst da übrigens dahinter aus. Schön, oder? Wunderschön. Ja, ich dachte schon, ich fall jetzt ewig. Ich wollte es mal ausprobieren. Ups. So. Ja, was meint ihr? Haben wir hier irgendwo noch eine Skulti? Irgendwie ist dieser Monat sozusagen ein verrückter Monat. Jedes Jahr fällt mein Geburtstag ins Wasser. Nein, das tut mir leid, Gugando. Ah, meint ihr, als Kind ist hier noch irgendwas? Ich finde Fußball eher langweilig, wo ich wohne. Wenn du immer Fußball... Was? Wenn sie Fußball spielen, dann knallen die draußen rum, die spinnen doch. Ja, das stimmt, also... Fußball gucken schön und gut, aber man muss sich halt nicht so benehmen, finde ich, ja. Also von hier sehe ich schon mal keine Skultis mehr. Es kann sein, dass hier im Gebäude vielleicht noch welche sind, aber wir hatten, glaube ich, im letzten Part uns schon alles durchgesucht. Und die Susanne ballert hier erstmal wieder raus. Goal! Oh, was sind das für Smileys, Alter? Was sind das für krasse Smileys? Dankeschön, liebe Susanne. Voll nett von dir. Hallo Marcel und hallo Maserati. Hallihallo. Hast du die Kisten unten schon kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe das auch schon mal gemacht. Aber das können wir auch nochmal probieren. Nicht aufgepasst. Das können wir auch nochmal probieren. Also hier haben wir sowieso schon alles cool. Ich will nochmal kurz zu dem fliegenden Händler-Typen. Die Susanne ist immer der Wahnsinn, ne? Bam, einfach mal rausballern. So, da ist das Schild. Und da müsste der fliegende Händler-Typi sein. Genau. Ich hoffe, von dem kann ich vielleicht noch ein Herzteil kaufen. Ich glaube, das sind super Sticker. Ja, aber ich, wie kann man das bestimmen, was da kommt? Ist das einfach so für YouTube festgelegt? Hey, Dude. Das sind einfach nur Krabbelminen, oder wie?
Jo, ich glaube, da kriegt man nichts mehr. Schade. Dann wurde gesagt, ich soll auf jeden Fall nochmal in... bei der Runia auch vorbeischauen. Weil wohl oft vergessen wird, dass man von dem auch ein Herz da bekommt. Ich weiß nicht, ob wir bei... Haben wir bei der Runia dem das vorgespielt, Sayas Lied? Wisst ihr das zufällig noch? Ich habe nämlich keine Erinnerung mehr daran. Das kann man wie ein Emoji auswählen. Ah, okay, cool. Also quasi von YouTube aber festgelegt, oder wie? Diese Emojis. Also ich kann da leider selber nichts auswählen. Ich wüsste nicht, dass ich da jetzt irgendwas auswählen könnte. So, hier ist leider nichts. Hier ist auch kein Loch wie im Original, glaube ich. Dam, da, 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 dam. Nee. Ja, wir können jetzt auch mal in die Häuser reingucken. Sag mal, Susanne! Was ist denn mit dir? Die Susanne tickt hier schon wieder aus. Die sind auch so süß. Also. Ja genau, da gibt es so eine Liste, wo man drauf drücken. Okay, man kann da eine Liste auswählen, wo man drauf drücken kann. Hier in der Festung Arena noch Skullis vorhanden. Echt? Kochtopf habe ich schon, genau. Ey. Die Susanne kompensiert gerade, dass die beim letzten Mal nicht dabei war. Ach ja, Susanne. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. So, aber meint ihr jetzt direkt die Festung, wo wir, also der Dungeon quasi? Da sind noch keine Skullis mehr drin, oder? Sind hier noch irgendwo Skullis? Genau, hier im Kochtopf, die hatte ich schon. Ich habe mir gestern dein Spielzeug selber angeguckt und du hast noch vergessen, zu Giovanni zu gehen. Ich hatte da im Spoiler-Log geguckt und da war leider nichts mehr drin. Also da, der Giovanni hatte nur Pfeile für uns leider, bei Twilight Princess. Also da gab es leider nichts mehr weiter zu holen. Yay, Kohle. Aber, ja, das hatte ich doch aber komplett schon fertig gemacht, Masterachi. Oder bist du dir sicher, dass es da noch was gibt? Weil ich hatte da, glaube ich, nicht ein einziges goldenes Kulti gesehen. Im, ich glaube, da haben sie alle komplett rausgenommen. Oder? I'm not sure. Meint ihr, die haben uns echt hier noch welche reingeballert? Ich meine, da haben wir den... Den Hammer haben wir damals hier drin bekommen, ne? Hier, ich weiß nicht. Kann ich halt nicht sehen, ob da jetzt noch was drin ist. Bestimmt, da wird eine sein. Was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, aber man kann ja auch als Kind noch hingehen zur Festung. Das heißt, da könnte ich ja auch noch was finden. Und hier war ich halt schon überall in jedem Raum. Ich glaube, ich würde es erst nochmal als Kind abchecken. Also ich denke, es ist besser, wir... fokussieren uns erst nochmal auf alles, was leichter ist als das hier, weil ich glaube, hier suchen wir uns sonst dumm und dämlich jetzt erstmal. Und ich würde dann, glaube ich, eher als Kind nochmal hierher kommen und nochmal gucken. Die Eva ballert auch nochmal eine Mitgliedschaft raus, vielen Dank. Hey Leute, ihr seid spitze. Ihr seid echt hammermäßig, Dankeschön. Genau. Und ich würde sagen, wir suchen uns erstmal ein anderes Gebiet noch. Machen erstmal ein anderes Gebiet fertig. Das scheint hier noch ein bisschen komplexer zu werden. Ne, Gerudo Fortress. Und ich glaube, in Gerudo Valley müssen wir auch nochmal als Kind hin. So, dementsprechend, ich würde sagen, wir gehen jetzt als Erwachsener erstmal. Wir gehen mal zum Soras Domain. Da gehen wir jetzt hin. Ich denke, auch schnellster Weg dorthin.
Lass mich überlegen. Ich glaube, wir reiten einfach, oder? In Kakariko haben wir halt auch noch viel zu holen. Ah, by the way, Leute. Ich habe heute die ersten 3 Folgen vom Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer aufgenommen. Am Montag geht's los, Leute. Am Montag startet das neue Projekt. 5.30 Uhr. Ja, 5.30 Uhr geht's los mit der ersten Folge. Alter, ihr glaubt gar nicht, was ich in den 3 Folgen schon alles Verrücktes erlebt habe. Also, Wahnsinn. Ich also da gab's schon echt krasse Sachen. Vor allem die Folge Nummer 3, da war ich, wow, da war ich schon echt überfordert am Ende. Das war echt krass. Also, ich freue mich schon drauf auf eure Reaktion, was da so passieren wird. Das wird lustig. Mein Mann hat mir diesen Randomizer auch installiert, macht mega Spaß. Also den Combo-Randomizer, meinst du, Lady Makoros? Und ja, wie gesagt, wenn Minish Cap vorbei ist, machen wir mal den Link's Crossbow Training, also das Link's Crossbow Training Projekt. Ich denke mal, das wird nicht so lange gehen. Vielleicht 10 Folgen oder so. Aber damit wir das halt auch mal abgeschlossen haben, ne? Damit das auch vom Tisch ist. Ich habe mir auch, weil ich habe meinen V-Zapper nicht mehr gefunden. Ich habe mir jetzt nochmal einen neuen bestellt. Habe dann gemerkt, dass ich auch keinen Nunchuck mehr hatte. Ich hatte zwar einen, aber nur so einen, es gibt halt solche, da hast du so einen Adapter, den kannst du quasi in die Wii-Fernbedienung stecken und dann hast du so einen Funk mit dem, zum Nunchuck, dann hast du kein Kabel dazwischen quasi. Ist sehr angenehm zum Spielen, gerade zu Skyward Sword ist das sehr nice, aber der passt halt nicht in den Wii-Zapper rein. Dementsprechend musste ich mir dann auch noch einen neuen Nunchuck bestellen. Jetzt habe ich alles hier und jetzt können wir das Projekt starten. Sobald The Minish Cap rum ist. Und wenn das dann rum ist, The Minish Cap, dann habe ich auch nochmal ein ganz, ganz besonderes Projekt. Da habe ich mir jetzt auch nochmal lange dran gesetzt. Soll auch nochmal so eine kleine Überraschung werden. Wird auch wieder mit einem Death Wheel verbunden sein. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Also das wird auch nochmal sehr interessant werden. Den Combo, genau. Den Combo Random, ja. Ist auch super interessant, dieser Combo-Randomizer, ne? Das ist sehr, sehr interessant. Es gibt auch noch sehr, sehr viele Fragen, die ich offen habe bei diesem Combo-Randomizer. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles passieren wird. Braucht da auf jeden Fall auch eure volle Unterstützung bei dem Combo-Randomizer. Gerade was Majora's Mask angeht, bin ich sowieso nicht ganz so krass unterwegs. Also klar, ich kenne mich ganz gut aus, aber das war es dann halt auch. Es ist halt nicht so, dass ich jetzt so die beste Abfolge von einem Tag kenne. Bei Majora's Mask, wo ich jetzt sage, hey Alter, Tag 1, dann musst du das alles schaffen. Sondern ich bin meistens dann so einer, der steht dann halt mal 3 Stunden irgendwo rum und wartet auf ein Ereignis. Wir werden dir so gut wie es geht helfen. Breath of the Wild Randomizer und Tears of the Kingdom Randomizer gibt's auch, ja. Aber, was ist denn eigentlich das da drüben? Sieht komisch aus. Das sind halt leider nicht so meine Spiele. Mal gucken, vielleicht spielen wir das irgendwann mal, aber erstmal nicht. So, wir gehen erstmal hier rein, würde ich sagen. Auf jeden Fall die Lottozahlen merken, ja. Ja, Marcel, das wird wahrscheinlich eher unwahrscheinlich sein, aber vielleicht habe ich irgendwann mal Bock drauf. Ich würde nicht sagen nie, aber wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. So, suchen wir mal hier noch die letzten Skuldies. Wahrscheinlich direkt oben, wo Lord Yabu Yabu rumliegt. Da gibt es noch einiges zu holen, kann ich mir vorstellen. Ich weiß, die Eishöhle hatten wir fertig. Vorteil bei dem Combo ist, dass du dein Geld in Majora's Mask in die Bank packen kannst.
Das ist zum Beispiel bei meinem Randomizer nicht so. Ich sammle Rubine für Ocarina of Time und ich sammle Rubine für Majora's Mask, also abwechselnd quasi.